Hallo zu meinem Video. Heute möchte ich euch ein bisschen über mich was erzählen. Und zwar wie ich zu Linux gekommen bin. Ja, zu Linux Ubuntu. Ich bin ja schon ein bisschen älter, bin um die 40 und habe eigentlich seit den 80er Jahren schon Rechner. Aber so richtig hat es eigentlich mit Anfang 90, also so in den 90er Jahren, 94, 95, hat es dann angefangen, dass ich mir einen Windows-Rechner gekauft habe. Das möchte ich euch einfach hier mal zeigen. Das bin ich. Dazu schreibe ich jetzt einfach mal Windows. Und das war damals so, ja, wie ein, ja, ein Atomschlag, sage ich mal, so in der IT-Welt. Windows mit den ganzen Fenstern und so. Das war überall verbreitet und ich musste unbedingt auch eins haben. Und Hardware, Betriebssystem, das weiß ich natürlich nicht, wie viel das damals gekostet hat, aber es war nicht günstig. Und ja, dann habe ich noch die einzelnen Applikationen damals noch dazu gekauft. Es gab damals auch so dieses Internet, nicht so wie es heute, wie wir das Internet kennen, dass man sich einfach da die Programme irgendwo runtergeladen hat. Und dann war das auch vielmehr so, dass man sich ja viele Sachen dazu gekauft hat. Zum Beispiel Microsoft Office. Das war nicht sehr günstig. War sehr teuer, da war man schon ganz stolz, wenn man dieses Paket hatte. Ja, und dazu kamen noch diverse Grafikprogramme. Irgendwann mal interessierte ich mich auch für ja, professionelle professionelle Grafikbearbeitung. Dann habe ich mir auch Photoshop damals für sehr viel Geld gekauft. So, was ist dann passiert? Ja, eine neue Windows-Version, ein Update, Hardware war veraltet. Also musste ich mir erstmal neue Hardware besorgen, dann eben ein neues Betriebssystem. Und dann war das so, dass eben ich auch hier diese Programme nicht mehr verwenden konnte, weil es einfach keine Standards mehr waren. Also musste ich hier nochmal investieren. Ja, das war, sag ich mal, ist es immer noch sehr kostenspielig. Dann irgendwann mal, so vor ein paar Jahren, jetzt 3 oder 4 Jahren, habe ich dann Mac OS X für mich, ja, sag ich mal, gefunden und bin eigentlich bis heute auch sehr, sehr zufrieden, aber auch hier wieder gekauft, wegen auch meines Berufes, wieder Microsoft Office 2011 heißt es unter Apple, dann eben diverse Software. Ich schreibe mal einfach hier diverse Software, zum Beispiel wie Videobearbeitung und andere Dinge. Ja, und dann hat man natürlich auch, wenn man schon Mac OS hat, dann hat man auch ein iPad und ein iPhone dazu. Dann die mobilen Apps, die ja verheerenderweise teilweise sehr günstig sind. Und man ja nicht ohne groß zu überlegen, sich einfach ein paar Apps kauft, die ja nun um die paar Cent, so 1 Euro, 79 Cent, das ist ja ein bisschen teurer wie Kinderüberraschung. Und dann kauft man sich eine App, dann kauft man sich 2 Apps, dann 3 Apps und irgendwann mal hat man mehrere Apps. Was ist dann passiert? Irgendwann mal wurde mein Mac-System auch alt, also hat man sich wieder neue, teure Hardware gekauft, weil ja das Betriebssystem vom Mac eigentlich auf herkömmliche Art und Weise nicht auf normale Hardware, also in Anführungsstrichen normale Hardware, installieren ist, sondern nur auf Apple-Produkten. Also auch hier eine Rieseninvestition. Ja, und im Zuge dessen habe ich dann irgendwann mal Linux kennengelernt. Und ja, das ist eigentlich so die Entwicklung, eine ganz normale Entwicklung, wie ich zu Linux kam. Und warum bin ich bei Linux jetzt so begeistert und habe auch vor, bei Linux zu bleiben? Das ist ganz einfach. Erstens mal ist es der Grundgedanke. Der Linux ist kostenlos und ist eigentlich auch dafür gedacht, dass jeder die gleiche Chance haben sollte, ein Betriebssystem zu nutzen, was sich jeder leisten kann. Und auch die komplette Software, die drauf läuft, ist Open Source. Das heißt, viele Windows-Nutzer und Mac-Nutzer benutzen eigentlich solche Applikationen schon. Ich werde jetzt hier einfach mal welche aufzählen. Das ist zum Beispiel LibreOffice, so eine ähnliche Office-Variante wie OpenOffice. Dann kommt hier noch dazu, wobei das LibreOffice, ganz kurz noch dazu gesagt, auch unter Windows und Mac also zu haben ist. Und hier kommt noch dazu eben Programme wie File
Mozilla. Auch dieses Programm ist ja um Daten und läuft auch allen Plattformen. Dann hier noch dazu, ganz wichtig, was sehr gute Dienste leistet, das Grafikbearbeitungsprogramm GIMP. Läuft auch auf Mac, auf Windows. Und diese Liste könnte ich jetzt hier wirklich unendlich lang machen. Und viele dieser Programme sind eigentlich den Windows-Usern und den Mac OS X-Usern bekannt. Ja, diese Software kommt, wie vorhin auch gesagt, von der Open-Source-Szene. Und der große Vorteil ist natürlich, wenn dieses Betriebssystem hier aktualisiert wird, kann man dieses Betriebssystem aktualisieren ohne weiteres. Auch die einzelnen Programme könnte man wieder updaten, egal welches, ob das jetzt dieses Screencast Pro Software ist, was ich jetzt gerade hier benutze, oder diverse andere Programme. Und ja, wenn ich jetzt überlege, ich meine, ich habe es euch jetzt auch kurz erklärt, was ich hier an Investitionen schon an Geld verschwendet habe, und auch hier in der Mac-Welt, ist es also immer wieder, man ist ja dann auch immer wieder gezwungen, durch Erneuerungen, durch neue Updates dann auch die ganzen Applikationen, die man hat, abzudaten. Und dass auch diese mobilen Apps tun ja einen auch sehr stark an so eine Plattform binden. Mein Apple ist ja nicht blöd, die machen das richtig clever, die sagen, hey, wenn irgendjemand schon, ja, sag ich mal, Apps gekauft hat im Laufe der Zeit oder der Jahre in mehreren 100 oder 1000 Euro Bereichen, der wird sich natürlich irgendwann überlegen, ob er diese Plattform überhaupt verlässt. Ob er irgendwann mal sagt, komm, ich gehe wieder rüber zu Windows oder zu Linux, weil er hat ja hier schon seine Investitionen getan in die Hardware sowie in die Software und ist auch auf eine Art und Weise hier gebunden. Genauso geht es einem Windows-User, denn der hat genau das gleiche Problem. Er ist im Prinzip in diesem, ja, in diesem Kreislauf, dass er immer wieder alle paar Jahre ein neues Windows-Betriebssystem kaufen muss und seine Office-Pakete und diversen Applikationen auch aktualisieren muss. Also hier wird man regelrecht, sage ich mal, zur Kasse gebeten. Das ist bei Linux anders. Linux sagt, hey, pass mal auf, wir sind Open Source. Wenn du den Programmierern was spenden möchtest, darfst du das gerne tun. Ansonsten darfst du die Software bearbeiten, weitergeben und so weiter. Und natürlich auch, was man unter Linux nicht ganz unbeachtet lassen sollte, ist, dass man mit ein freies Betriebssystem hat. Man kann es frei verändern, man kann es programmieren, man kann es also wirklich bis zum kleinsten Detail seinen eigenen Wünschen anpassen. Natürlich ist hier auch eine Lernphase nötig, wie auch unter den anderen Betriebssystemen. Jemand, der schon 10 Jahre mit Windows arbeitet, macht sich natürlich schwer, jetzt irgendwie auf Mac OS X zu wechseln oder zu Linux. Aber bei Linux kann ich einfach von meiner Erfahrung her sagen, dass es sehr lohnenswert ist. Es lohnt sich, Linux sich anzutun. Das heißt, nehmt euch die Zeit, beschäftigt euch mit Linux und ihr werdet es ganz bestimmt nicht bereuen. So, ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Wir sehen uns.